Hallo und herzlich willkommen hier bei der Firma Bimex Immobilien. Mein Name ist Baba Yed und wenn Sie erlauben, führe ich Ihnen heute ein echt schönes, richtiges Zweifamilienhaus vor. Das, was Sie da vorne sehen, ist auch ein Einfamilienhaus, hat ca. 70 Quadratmeter Wohnfläche, wird noch komplett renoviert, modernisiert, so wie Sie das gleich auch hier drin sehen. Wir sind hier in Wuppertal, Heckinghausen, in den Höhenlagen von Hammelsberg. Die nächste Grundschule ist 200 Meter hier runter, da hinten sind Pferdefelder und es ist so ein Familienwohngebiet, bebaut nur mit Einfamilienhäusern. Diese Immobilie wurde um 1900 und ca. 50 in einer Stahlbetonbauweise errichtet. Die Fassade wurde gedämmt, Böden, Decken, Wände, Fenster, alles nagelneu. Das sehen Sie gleich da. Hier ist der Beweis, die Herren arbeiten noch, okay? Wenn wir hier reingehen, haben wir das erste Gäste-WC. Hallo meine Freunde, hallo. Das, was Sie hier sehen, ja, ist zwar noch ein bisschen verstaubt, aber es wird bald werden. Das ist die Wohnküche. Wohnzimmer. Und im weiteren Verlauf kommen vier schöne Schlafzimmer. Wir haben noch hier einen separaten Eingang. Einen kleinen Abstellraum. Und ab hier wird es wirklich richtig schön, denn wir haben hier drei Schlafzimmer auf diesem Geschoss. Ich fange einfach mal mit dem hier an. Die Böden wurden sehr aufwendig gedämmt. Das, was Sie hier sehen, ist 8 mm Laminat. Dreifach verglaste WK-Profile-Fenster. Kunststoff-Doppelverglasung. Die Außenfassade wurde mit 100er WDS-Wärmeplatten gedämmt. Elektrik, Böden, Decken, Wände, alles nagelneu. TV in jedem Raum, WLAN, Paket in jedem Raum, also nicht WLAN, sondern die haben richtig den Internet, also den Kabel hier. Wie heißt das auf Deutsch, Männer? Ich weiß ja. Kinderzimmer Nummer zum Beispiel 2. Hier würde ich Ihnen gerne mal die Aussicht vorführen. Auf der linken Seite haben wir so Pferdeweiden. Wir haben auch unsere eigenen Stellplätze natürlich hier, ne? Eine vor dem Haus, eine seitlich. Je nachdem, wie Sie das aufteilen werden, hat man hier sehr viele Möglichkeiten. Diese Dreifachverglasung der Firma Wecker kann ich wirklich empfehlen, die sind sehr gut. Das sind die Zimmertüren hier. Das ist nochmal die Diele. Wie gesagt, es wurde richtig aufwendig gedämmt. Ich schreibe die Ausstattungsmerkmale später in meinem Exposé immer wieder auf. Hier hätten wir ein weiteres Schlafzimmer. Fußbodenheizung habe ich, glaube ich, schon erwähnt, oder? Das Beste lassen wir zum Schluss. Wie zum Beispiel das Badezimmer hier im Schlafzimmer integriert. Armaturen, Hansgrohe, Spülkasten unter Putz, Geberit. Schalter sind, glaube ich, von Gira. Ich prüfe das nochmal. Hier in dem Bereich 1, 2, 3 Schlafzimmer plus noch ein Badezimmer. Es ist wirklich sehr gute Arbeit, was Sie hier drin sehen. Ich kenne die Immobilie auch schon von vorher. Wurde echt gut gemacht. Schauen Sie das an. Das ist wirklich gute Arbeit, was Sie hier sehen. Spülkasten, richtig schön unterputzt mit Trockenbau vorverkleidet. Sieht gut aus. Heizkörper hängen richtig. Die Waschbecken haben eine vernünftige Größe. Die Badewanne ist gut. Das da oben, was Sie sehen, ist die Abluft von diesem Raum. Mehrmann, wenn du eine Etage höher filmst, die Elektrik. Da sehen Sie, dass alles neu ist. Über diese drei Stufen, ja? Schauen Sie bitte. Hier, gell, ging es früher nochmal rüber in das Nebenhaus. Das führe ich Ihnen andermal vor. Von hier aus gelangen wir in ein echt sehr großes, schönes Elternschlafzimmer. Kinderzimmer. Das Dach ist neu gedämmt. Die Fassade neu gedämmt. Was hier nur noch alt ist, ne, ist das Außenmauerwerk sowie die Geschosse. Das ist das, was alt ist. Man kann es vergleichen fast wie mit einem Neubau. Viele sagen immer zu mir, ja, Neubau ist besser, aber ich frage immer, was heißt das besser? So ein Haus, was sich über die Winterperioden schon bewiesen hat, ist eigentlich besser als so ein Neubau, wo man nicht weiß, was im nächsten Winter passiert. Badezimmer. Die Materialien, die hier drin verwendet worden sind, ne? Das ist alles gute Sache, was Sie hier sehen. Das ist hier von Geberit, habe ich schon gesagt. Hansgrohe Armaturen.
Das sind hier, warte mal. Das ist Vinyl, das sind keine Fliesen, sieht aber auch so aus, echt gute Arbeit. Vinyl ist der Unterschied zum Laminat-Vinyl, damit Sie Bescheid wissen. Ich könnte jetzt hier einen Eimer Wasser drüber kippen, passiert nichts. Das ist das Interessante dabei. Hier haben wir Laminat. Dieser Raum ist wirklich sehr groß. Ich weiß nicht, ob er zur Geltung kommt. Es ist ein cooles Schlafzimmer. Dahinter stellt man sich das Bett vor. Auf dem Schornstein kann man vielleicht noch einen Fernseher montieren. Und von hier aus geht es wieder runter. Eigentlich wollten wir mit der Vorführung warten, bis alles fertig ist, aber bis jemand sich entschieden hat und der Kaufvertrag beim Notar steht, ist das alles schon hoffentlich, denke ich, erledigt. Nochmal zur Wiederholung, 938 Quadratmeter großes freistehendes Grundstück. Ja? Das hier ist das, es ist wie so eine Zwei-Zimmer-, Drei-Zimmer-Wohnung kann man draus machen. Das ist ein separates Haus, der Zugang ist von der anderen Seite. Dieses Objekt hat zwei Zugänge, eins von da und eins, wo wir eben reingegangen sind. Die Immobilie, wie gesagt, wurde komplett renoviert. Hier diese Garteneinheit, die Sie hier sehen, ne? Was macht man damit? Ausschachten, Stellplätze, schön machen, Gartenfläche. Man hat sehr viele Möglichkeiten hier. Diese Immobilie eignet sich perfekt für jemanden, der jetzt seine Schwiegereltern, Mutter, so Freunde mitnehmen möchte. Die gehen da rein oder sie vermieten das hier und bleiben hier drin als Unterstützung zur Finanzierung, weil das ist ein freistehendes Haus. Diese werden nicht nach Quadratmeter 4, 5 Euro vermietet, sondern da weht ein anderer Wind. Also es kostet schon nicht unter 600 Euro, nicht darunter. Ja, also Einfamilienhäuser werden darunter nicht vermietet, zumal der auch einen separaten Eingang hat. Die Etagen, also die zentrale Gasheizung, alles nagelneu. Hier draußen sind Sie gefragt, okay? Da macht der Eigentümer, glaube ich, nichts mehr. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und wenn Sie mögen, sehen wir uns hier vor Ort auf einer Besichtigung. In dem Sinne, alles Gute.